Guten Morgen, alle im Weg hier. Tja, heute ein sehr kurzer Tag. Wie gesagt, heute mache ich um 12 den Laden erstmal dicht, weil ich zum Kindergeburtstag fahre. Dann geht's ab Montag wieder weiter. Aber da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ja, muss auch mal sein. Hallo, Marlies. Ja, Marlies guckt zu. Eventuell guckt sie zu. Wer weiß. Großer Fan, hat sie geschrieben. Großer Fan. Größter Fan. So ist das. So. In welche Richtung schraubt man den Zug raus? Das ist festschrauben. Andere Richtung. Hier, da. Diese. Komm, dann. Na los. Ja. Ist das richtig ran? Ja. Dreh. Mit Handschuhen. So, jetzt. Schraub, schraub. Okay, jetzt müssen wir rausziehen. Ja. Wo ist denn jetzt der Müll? Ja, so schraubt man auf alle Fälle den Zug raus in die Richtung. Oh, ich bin schon wieder total verschmaddelt. Ja, dafür ist er ein bisschen klein, gell? Gibst du mir den nochmal? Darf ich das machen? Festschrauben wieder. Genau. Genau. Weiter. 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 Richtig? Fest? Jawohl. Super. Danke. Gut gemacht. Naja, und jetzt kann man den. Den packen wir jetzt auf Reserve. Also ein bisschen sauber machen. Guck mal, überall. Total schmutzig. Wo kommt das jetzt hin? Da wieder aufs Werkzeug. Oh. Ganz genau. Jo, jetzt wird das hier ein bisschen geputzt. Ein wenig geputzt. Und dann ist das gut. Naja, das ist jetzt nicht zum Rumspielen gedacht, ne? Das ist wieder aufstecken. Und nicht so. Muss man ja nur wieder rausstecken. Moin. Nicht lose machen. Ich brauche das ja. Wenn ich meinen Montageständer zerlegen, ich meine, das war Ende des Jahres, aber das heißt nicht, dass wir alle zerlegen müssen. Das heißt das nicht. Was Ich darf muss ich denn von hinten hier eine Mutter gegenschrauben, das kann meine Tochter machen, reparieren. Das ist nicht meine Aufgabe. Was darf ich denn da machen? Du darfst hier eine Mutter gegenschrauben. Darf Denn das ist nicht meine Aufgabe. Das muss meine Tochter machen. Deine Mutter aus. Naja, dann geh mal nach oben, guck dir deine Mutter mal genau an und dann sowas brauche ich und will ich hier raufschrauben. Nicht meine. Nicht deine? Na guck doch mal, das ist eine Mutter. Nennt man Mutter. Und die muss da aufpassen. Jede Menge Popel, wer frisst Popel? Nee, eine Mutter. Ach nee, da. Diese.
Ah, du hast die richtige gefunden, das ist aber schön. Woher wusstest du nur? Du hast mir gesagt. Ach, musst du nicht verraten. In meiner Mopel, sehr frisch Turbel, 70, eine Mark und 80, eine Mark und 10 und du darfst gehen. Fertig? Wenn man das ruhig schafft. So, ja, mit Winterhandschuhen. Zieh auf, wir haben heute ein bisschen beiseite räumen alles. Klatsch. Ich fege jetzt. Nochmal hier hinter der Tür. Das sieht nämlich auch nicht so toll aus. Und ein bisschen vor der Tür. Ist gut. Letzten Tage wieder ungeschönt hier. Man lacht sich ja immer, wenn es einmal sauber ist. Jetzt bleibt es sauber. Das ist ja Quatsch. Das ist eine Werkstatt. Geht nicht. Da musst du auch mal Dinge fallen lassen können. Ohne jetzt mal gleich zum Mülleimer zu rennen. Zu laufen. Ja. Es ist aber unglaublich, wie viel Staub hier in dieser. Hier in diesem Keller so anfällt. Unheimlich viel Staub. Die Wände, die sanden auch so ab. Ja klar, der Dreck von mir ist Dreck von mir, aber der Staub, ich schupper mich ja nicht an den Wänden. Ja, jetzt wird gefegt noch. So sieht das aus. Ja, ja, eine Menge Staub. Ja, die ist eine ganze Menge. Das fegen wir jetzt noch auf. Und dann ist eigentlich für diese Woche der Dienst erledigt. Fegedienst, Saubermachtdienst. Muss ja auch irgendwas wissen. Wie gesagt, das ist eine Werkstatt. Ja, jetzt habe ich meinem Kind einen Aufwärm geben. Lesen üben. Ja. Mal gucken, ob sie das richtig macht. So einfach ist das. Schule hat es ja nicht gehabt die ganze Woche. Jetzt machen wir einen Lesekurs über Stream. Auch nicht schlecht. So machen wir das. Warte hin! Ja, halt, du! Ich passe! Da lacht er, der freut sich! Ja! Bitte. Ja, hast du einen flotten Dreier mit zwei hübschen Damen? Nein, nein! Gestern, ich hab da gestern mit der Blonde gequatscht, war? Mal 12, also 12, 8, 11. Und Alex kommt da, ja, ich will zum Bauhaus hier. Ja, ist gut, ich komm mit. Wir sind beim Bauhaus, wir bin der Bauhaus hier hoch. Ich sage, aber warte eine Viertelstunde, dann mal, ich zieh mal gut um. Ach so. Ja. Er hat den Hänger rausgeholt, der kleine Warenhandler, wisst ihr ja. Und da umgefahren, zack, zack, angeschossen. So. Also, da haben fast 3 Stunden in den Bombers umgelaufen. Wieso? Wieso? Weil sie alle geguckt hat. Ich sag immer ja nicht. Oder Bambus. Bambus und für deine Katze und vorzumachen, wisst ihr, von den Ländern. Dann hat er gleich Dings geholt, da sagt er schon, Rieger, also, du wolltest auch Ruf machen kannst für die Länder, da sind die Wundkästen da. Ja, 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 noch ja, allerhand Schrauben und ach, weiß ich, der hat 100 und was war das? Fast über 100, 130, 150 Euro ausgegeben. Ja, das ist ja nicht viel, das kriegst du ja schnell im Bauhaus. Die besten Tipps gegen Einbrecher: keine Wohnung zu haben, ist ein guter Tipp gegen Einbrecher. Und wieder. Und Mr. Speck Nicholson. Mensch, Wolfgang, jetzt hier erstmal abhusten. Ist ja ein Unding. Jetzt kommt noch was. Es hat da geregnet. Und ich, Alex hat mir den Keller geschenkt. Und da ja, im Keller hat mir nicht einmal geklappt. Und ich sag, wie ist jetzt hin? Getränke holen. Ich hab Getränke holen hier. An der Ecke, also, hast du gesehen? Nee. Naja, jedenfalls war mal 5 Zähne. Aber immer guck ich draußen. Das ist einer oben auf dem Jurist bei uns. Na und? Ja. Ja. Hat ich rausgeschmissen. Da hat der Kauti. Der Russe oder Polak, hat der war, weiß ich nicht. Da saß da unten. Hunger essen. So, nicht runter, schnell, das ist zack, zack hier. Das ist Gitter da. Die Leute jetzt hier laufen, die gehen hinten. Haben sie das Gitter gestürmt? Ha? Haben sie die Rüstung gestürmt?
Ja, ja, aber wirklich. Warum, warum ja, wollen wir aufpassen, da kann man natürlich jetzt gut einbrechen. Oder, ne? Na ja, logisch, ja. Ich kann jetzt nur hinten gar nicht mehr schauen, da kann ich nach vorne pinnen. Hast du hinten ohne eine Rüstung stehen? Ja, klar, ja. Bauen sie aber ab jetzt demnächst, oder? Na ja, das soll ja nichts warten, wo wir haben. Ja, Dennis wollte eigentlich den Spielautomaten haben. Dann habe ich den schon ewig jetzt in meinem Auto und hier raus gepackt, damit Dennis den dann haben kann und abholen kann. Aber er holt nicht ab. Jetzt wird er wieder integriert. Jetzt ist es quasi wieder meiner. Jetzt bleibt er hier, kommt wieder hier vorne in seine Ecke. Und dann ist gut. Das ist mir zu viel hin und her und bla bla. Und keiner holt sein Zeug hier ab. Das ist ein bisschen ärgerlich für mich, weil ich immer das Zeug im Auto hin und her fahre, spazieren fahre. Jetzt bleibt er wieder hier. Haben wir im nächsten Jahr auch noch einen Spielautomat hier unten. Ja, ist doch schön. So muss es doch sein. Schön voll die Hütte. Gucken wir mal. Jetzt mal den hier erstmal aus. Ne? Das brauchen wir jetzt nicht, die Reklame. Und den Spielautomat, den stelle ich da vorne wieder hin. So einfach sieht das aus. Tja, so sieht's aus. Bevor man hier zur Wehrdienstberatung im Wehrbereich 4 kommt, darf man auch noch eine Runde spielen. Ab hier beginnt der Ernst des Lebens. So ist die Nacht, metaphorisch. Jetzt habe ich leider keine Mark oder so, die ich da reinhauen könnte. Oder habe ich nicht. Aber er steht wieder und jetzt bleibt er hier. Tut mir leid, Dennis. Ist jetzt meiner. Ja. Würde ich den lieber mal irgendwie irgendwann für Geld. Das Problem ist, wahrscheinlich, wenn man eine Sache verschenkt, dann ist das so, ach, naja, mal gucken, weil ich die abhole. Und dann ist das so, aber wenn man eine Sache kauft, dann will man sie ja unbedingt haben. Aber wenn man sie geschenkt kriegt oder so, dann ist das so, mal schauen. Nö, jetzt bleibt er. Jetzt gefällt er mir wieder, jetzt bleibt er. So einfach sieht das aus. Tja, bis jetzt war noch nicht ein Kunde da. Ist auch keine Vermietung, kurioserweise. Kurioserweise. Und 24 Minuten habe ich noch offen. Naja, da wird wohl nichts mehr passieren. Oder eben in den letzten 5 Minuten weg. Ja, das muss heute noch. Tut mir leid, schaffe ich nicht. So. Tja, wenn der Dennis jetzt noch kommen würde, würde ich sagen, naja gut, dann, wenn er will, kann er hier aufmachen, aber es wird ja nicht viel passieren. Also. Tja, ansonsten werde ich dann wahrscheinlich jetzt gleich wieder zumachen. Und das war's für heute. Also da gibt es heute wirklich nicht viel zu berichten, zu erzählen. Ich habe hier vorne ein bisschen umgebaut. Ja, das Fahrrad wurde auch noch nicht abgeholt, also der müsste ja auch noch kommen jetzt in den letzten 20 Minuten. Der wollte ja heute sein Fahrrad abholen. Das hier. Jetzt sollte ich da fällt an. Da ist er schon. Ja. Der Kollege. Ja. Gerade noch, oder? Gerade noch so. Geburtstag. Hä? Müssen wir gleich auf den Geburtstag? Ich muss gleich auf den Geburtstag, so sieht das aus. Ja. Jetzt ist mal der Typ alles schon reingeholt. Ah, das hier macht. Meine Tochter schreibt schon, ihr werden gerade die Haare gemacht, die sind schön als Püree, dass wir da hinfahren. Ach, das ist schön. Ja. Zwei Jahre nicht mehr da gewesen, das für die Kinder ist das lang. Zwei Jahre wohl nicht gewesen, bei dem Kindergeburtstag da. Ah, okay. Ja. Ach ja, Frage. Genau. Frage habt ihr noch. Wegen dem Licht. Ja. Kurze Frage. Ich meine, war das jetzt, sollte ich das dran machen oder nicht? Ich wusste ja nicht. Ja, wäre schon gut gewesen. Haben wir ja nicht groß drüber geredet. Nee. Weil nämlich gibt ja zwei Varianten. Entweder 50 Euro vorne und hinten gutes Licht, weil ich meine, das ist hinten auch kaputt, nee. Das muss neu verkabelt werden. Oder für 30 Euro vorne und hinten einfaches Licht.
Einfache Geschichte. Aha. Da wusste ich nicht, ob ich das einfach so machen kann, nach Dünken oder so, ne? Ja, erklär doch mal den Unterschied zwischen gut und einfach. Ich denke, einfach wäre einfach. Halt. Einfach wäre halt. So was. Ja. Also, aber hier denn. Ne? Da kommt hier wieder hier eine Lampe rauf, weil das Kabel ist halt durch. Das ist durchgescheuert. Ja. Das muss eh neu verlegt werden. Ne? So. Und dann macht man halt den Rückstrahler hier ab. Das hier auch ab. Das ist ja allzu viel. Und dann kommt hier eine Lampe ran. Ganz klassisch. So, und wird neu verkabelt. Vorne eben auch eine einfache Lampe mit, was weiß ich, mit einer Lüge drin. Ne? Ja. So, die gute wäre natürlich so eine neuere, die so richtig hell ist. Das hat sie auch gerade weggepackt. Aber eine, habe ich bei meinen Mieträdern auch überall dran, die so richtig Licht machen. Ja. Ja, also ist dann auch keine Superlampe, aber ich meine, 25 Euro immerhin kostet die Lampe. Ja. Ist dann schon was Besseres. Ja, und hinten halt auch eine mit Standlicht auch und schon eigentlich sinnvoll. Also es ist jetzt nicht so übertrieben. Ja? Die Sache ist auch inklusive immer alles mit Montage. Deswegen bist du entweder 25 vorne, 25 hinten oder 15 vorne, 15 hinten. Ja, also der Unterschied ist jetzt nicht so gravierend, aber im Lichtverhältnis schon gravierend tatsächlich. Weil macht das Sinn. Das kann ja nicht. Nee, klar. Deswegen, und Telefonnummer hatten wir nicht ausgetauscht. Das habe ich. Ja. Kein Problem. Alles andere gemacht. Der Belag, die Kette ist gekürzt worden. Das ging ja nicht. So. Ja. Na, weil man hat sie ja nach hinten gezogen und trotzdem war die immer noch viel zu locker. Wie du überhaupt damit gefahren bist. Mir ich bin ja gar nicht mitgefahren. Ich habe halt gekauft. Voll bei eBay. Ach so. Mein Fahrrad ist aus dem Hinterhof, hat mir das immer weggenommen. Deshalb habe ich auch noch nicht so, ich bin da jetzt noch nicht so emotional verbunden zu dem Fahrrad, dass ich jetzt zu den großen Investitionen greifen würde. Ja, nee, aber deshalb, bei Licht hat das nichts mit Emotionen zu tun, da hat das was mit Sicherheit zu tun. Also da musst du schon. Ja, aber man ist ja immer so ein bisschen gebrandmarkt, nachdem man gerade aus dem Hinterhof das Fahrrad weggenommen wurde. Dann bin ich immer irgendwie jetzt Investitionen und so. Bekennzeichnet sich halt. Aber Licht und Bremse. Ja. Ja, deshalb bin ich auch direkt hierher gekommen. Direkt festgestellt, Bremse ist nichts. Licht, Bremse, Reifen. Ja. Das ist einfach wichtig. Hm. Das muss funktionieren. Ansonsten musst du das Rad nicht fahren. Haben. Also, weil sonst. Gerade jetzt, wo es so dunkel wird. Also, das muss halt funktionieren. Ja, schön. Ja. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Ja, nicht groß. 15 plus 8. Also, das ist ja keine Investition. Das ist ja gerade mal so. Ja. Ja, wir machen mal so, dass du bremsen kannst. Ne? Irgendwie. Und die mit der Gangschaltung hast du sie ja auch angeguckt oder mit Kürzen der Kette hatte sich das dann. Naja, ich habe es dann neu eingestellt, also ich finde die funktioniert. Ja. Aber das musst du natürlich im Fahrbetrieb dann irgendwann mal testen. Okay. Wenn du jetzt wirklich mal eine Runde fährst, ich kann hier nicht weg, ich kann jetzt hier nicht große Runden fahren oder so. Aber im Fahrradständer hier, in dem Montageständer, haben alle Gänge sauber geschaltet, hat funktioniert. Also Kette gekürzt natürlich, dann wieder neu ran und eingestellt. Ja, das fühlt sich jetzt erstmal gut an. Gut. Wenn der durchrutschen sollte, wie gesagt, dann wird eine größere Investition. Ja, weil dann ist die Gangschaltung selber kaputt. Das hoffe ich halt nicht. Mhm. Ja, das hättest du dem Vorbesitzer sozusagen, das hätte man nicht erfragen können. Der hätte es aber wahrscheinlich ohne gesagt, wenn es kaputt gewesen wäre, dann will er das Rad verkaufen. Aber das ist dann doch, muss man auf die Ehrlichkeit hoffen. Ja. Gut, du bist auf dem Geburtstag heute. Und ich kann heute, könnte ich jetzt, genau. Jetzt nun eh nicht mehr machen. Ja, und ich brauche das Fahrrad heute, weil genau, ich dann machst du Fahrrad fahren muss. Insofern weiß ich Bescheid, wenn der Teil wieder vorbei Anfang nächster Woche. Kannst du gesagt, kannst du auch runter. Ist ja denn, ich habe ja die Sachen da. Ja. Machst du dann auch irgendwie von 2 Stunden oder was? Wenn dann nicht der Mega-Ansturm ist, warst du Samstag nicht da, jetzt haben wir alle jetzt hier am Montag. Alle also, kaputt Fahrräder. Ja, alle kaputt. Ja. Saison läuft gerade an. Ja, genau, die Wintersaison. Ja, es ist tatsächlich die Lampensaison. Man merkt es, im Sommer kümmert sich kein Mensch um das Licht. Da kommt keiner mit, mein Licht funktioniert nicht oder so. Jetzt kommen sie alle, jetzt seit einer Woche, 2 Wochen kommen sie alle, Licht. Ja. Man merkt das schon. Ja, das ist eine Lichtsaison und Bremsensaison. Das ist jetzt so. Und Reifen wollen viele gewechselt haben. Auf Winterreifen. Das ist kein Auto. Ich kann maximal Spikes dir aufbauen und die brauchst du aber wirklich nur bei Eis. Ja. Also das ist wirklich. Ach, aber so was gibt es, oder? Ja, die haben Spikes für Fahrräder. Aber es ist wirklich für, wenn es total vereist ist und du so hardcore bist, dass du trotzdem fahren möchtest, dann holst du dir Spike-Reifen. Kosten dann aber irgendwie ab. Die billigsten du mittlerweile 55 Euro ein Stück. Bis, ich habe damals welche gehabt für 100 Euro ein Stück. Die waren auch nicht wesentlich besser, die hatten nur noch mehr Spikes oder so, aber. Alle Geld, Schneiderei so ein bisschen. Sobald du auf der Straße fährst, fallen dir die Spikes raus, also auf Asphalt, dann ist es so, und du bremst irgendwie und dann
Weil hier die ganzen Spikes überall raus. Das ist Quatsch, da soll ich ein bisschen daneben. Ja, wie gesagt, erstmal bist du jetzt bei 23 Euro. Du kannst das Ding gerne am Montag wieder bringen. Dann mache ich dir das. Okay. Baue ich dir ein Licht an. Mach dir Licht ans Rad. Und wie gesagt, angeguckt habe ich es mir. Der Dynamo würde funktionieren. Das Kabel vorne würde funktionieren. Mhm. Tatsächlich, was nach vorne verlegt ist. Und deswegen ist das hier funktioniert halt natürlich nicht. Das ist ja mein. Aber es ist halt eben nicht so dramatisch. Ja, aber ist doch gut. Dann kann ich jetzt zumindest einfach erstmal einen Tag fahren und mal gucken. Ja, ob es überhaupt. Sich halt ja, ja, ist eh scheiße und so. Und dann ja, weg wieder oder so. Ganz genau. Ja, dann baust du das kaputte Licht ab, weil besser ist, kein Licht am Fahrrad zu haben und das zu verkaufen, als ein kaputtes Licht am Fahrrad zu haben und das zu verkaufen. Ah ja. Das ist immer besser. Ja, wahrscheinlich. Weil dann kannst du einer bemängeln. Kein Licht dran. Ja, richtig. Hast du recht. Gut erkannt. Ja, ne? Ja. Ja, ich glaube, der hatte dann irgendwie aus seinem Keller geholt. Hoffen wir mal, dass es sein Keller war. Was hast du denn bezahlt? Was hast du denn bezahlt? 80 Euro. Ja, gut, okay. Das, schon. Und du hast direkt zu Hause bei dem abgeholt? Ja, ja, ich bin zu Hause abgeholt. Er hat auch einen Verkaufsvertrag mit mir gemacht. Naja, also insofern. Also hatte ich dann irgendwie ein ganz gutes Gefühl dabei. Aber klar, habe ich gerade, wenn einem selber das Fahrrad weggenommen wurde. Ja, ja, und ja, deins, auch, stell mal vor, der wäre mit deinem rausgekommen. Ah, ja, ja, ganz frisch aus dem Keller geholt. Oder so, aus dem Hinterhof. Naja, ja, man weiß es nie. Man weiß es nie. Aber 80 Euro hört sich erstmal so realistisch an, von privat in im Grunde genommen überholungsbedürftig. Ist ja. Das in Ordnung? Ist ja. Das mit Kaufvertrag und Personnummer vielleicht oder so. Genau. Ja, okay. Und nicht an der, und nicht an der S-Bahn getroffen. Das ist auch wichtig. Ja. Ja. Das ist wirklich wichtig. Weil die meisten sagen, ja, wir treffen uns dann da, und da oder so. Oder ach, wo wohnst du denn? Ich bring dir das vorbei. Ja. Oder so, das ist total bescheuert. Ja. Ja, so ein Dit. Ja. Ja. Nee, lass mal, bleib mal. Ich komm mal zu dir nach Hause und guck mal, wie du so wohnst. Ja. Ah, so ist das manchmal. Redet man davon, dann kommen sie. Das sollte man öfter machen. Öfter mal davon reden. Wenn die Leute dann kommen, das ist doch gut. So, ah, jetzt. Das verkaufte Rad muss noch abgeholt werden. Ja, das wird man auch nicht abgeholt. So, 14 Minuten haben wir noch. So, hiermit schließe ich. Und ja, für heute vielleicht mache ich nochmal kurz eine Aufnahme von unterwegs oder so. Guck mal, ich nehme mal die Kamera auf alle Fälle mit. Und heute Abend schneide ich das Material zusammen und werde es dann euch hochballern. Ja. Du bist der beste Papa auf der ganzen Welt. Du bist der beste Papa auf der ganzen Welt. Ganzen Welt. Ach, ist das schön. Das geht doch runter wie Öl. Das liebe ich so. So, wir gehen jetzt gleich noch in die Schinkbesorgung. Für den kleinen Joshua. Ja, der wird nämlich heute 4 Jahre alt. Nee. Der Joshua wird 4 Jahre. Der Joshua wird 4 Jahre. So, meine Kinder kommunizieren nicht mehr mit mir. Ich kommuniziere hier mit allen anderen, nur nicht mit meinen Kindern. Das ist natürlich schwierig. Jo, jetzt holen wir erstmal auf alle Fälle gleich ein Geschenk. Meine Frau hat natürlich da schon was im Auge, im Kopf. Und das holen wir jetzt aus der Virtualität mit Hilfe von der Knete aus meinem Portemonnaie und lassen es real werden. Ja, so einfach sieht das aus. Den Gedanken formen wir in ein hartes Stück. Holzspielzeug vielleicht oder was weiß ich, vielleicht ein Flugzeug, vielleicht eine Eisenbahn, vielleicht, was schenkt man heutzutage einem 4-Jährigen? Ich bin ja so nostalgisch, ich denke so an Flugzeug und Eisenbahn, ne? Jeder andere denkt so an Computer oder Telespiel, Telespiel, so, ne, mehr kennt auch keiner mehr. Das ist ja ein 4-Jähriger, was braucht der? Ist das schon Vorschulzeit, kann man da schon sagen, so ein bisschen Lernzeug, bestimmt. Ich bin mal gespannt, was sie sich ausgeguckt hat, wir schauen mal. Piep, piep hat es gerade gemacht, das wart. Es ist für 12 Uhr, ich korb. So, das Fahrrad wurde nicht abgeholt hier, dieses wunderschöne, wo ich meinte, naja, das habe ich schon 8 Jahre oder vor 8 Jahren war das erste Rad, was ich aufgebaut habe.
ehrlich gesagt bin ich darüber so ja ein bisschen erleichtert, weil, naja, ist mir fast ans Herz gewachsen, ne? Und für 80 Euro krieg ich ja im Grunde genommen so eine solide Basis nie wieder für irgendwann mal wirklich schönen Aufbau, schönen Vintage-Aufbau oder so. Also das ist wirklich ein sehr gutes Rad, eigentlich von der Basis her. Da fehlt natürlich alles Mögliche dran, das ist jetzt auch Eingang umgebaut, weil das war eben alles kaputt. Aber es ist einfach ein sehr, sehr stabiles Rad. Damen-Mountainbike und naja, irgendwann fahren es wahrscheinlich mal meine Kinder oder so. Wird dann natürlich komplett umgebaut. Ne? Deswegen bin ich darüber fast so ein bisschen glücklich, dass die gute Frau nicht gekommen ist. Und ja, werde ich dann wohl nächstes Jahr aber vielleicht mal umbauen. Muss ich mal schauen. Wenn nicht, dann kommt es halt wieder in der Ecke für die nächsten 8 Jahre. Wir schauen einfach mal. Ich lasse mich überraschen. Bin auf keinen Fall irgendwie sauer drüber. Ich gehe jetzt nach oben. Macht ihr gut. Ciao. Bis dann. Und jetzt sehen wir uns gleich nochmal bei Michenke einkaufen. Und schauen mal. Was wir holen. Und schauen mal, wie der Nachmittag wird. Bestimmt toll. Da gibt es ja lecker Kuchen, da gibt es ja lecker Essen immer. Ich freue mich. Bis heute Abend. Ich muss mich noch einmal. Ja, bitte! Kamera ist an. Bitte, du darfst reden. Nicht auf mich richten. So, ich mache gerade Abmoderation, weil ich nämlich jetzt abhaue. Weil ich gehe jetzt nämlich zum Kindergeburtstag. Was sagst du dazu? Nicht. Ich bin nicht drauf. Ja, bist nicht drauf. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Wer hat heute Geburtstag? Ein 4 Jahre, bitte. Der Joshua. Also nicht eins von deinen Kindern. Nein, nicht eins von meinen Kindern. Aber wir waren da schon lange nicht mehr. Also und die war auch beim Frühstück an. Die war nicht beim Frühstück an, nein. Aber jetzt ist sie an. Jetzt ist sie an. Jetzt ist sie gerade an. Okay. Nicht beim Abschließen, weil ich fahre jetzt hier nicht einkaufen. Dann erzähle ich dir nicht, dass das Berghain jetzt in Portugal ist, oder? Das hast du jetzt ja erzählt. So, bis dann. Ich wollte nur fragen, schöne Grüße von Nina. Ob Laura Wimmer Heroin verkauft immer noch in Portugal. Du kannst jetzt alle Behauptungen aufstellen, die du willst. Wenn du irgendjemanden schädigen willst, brauchst du das einfach nur jetzt zu sagen. Laura Wimmer, hast du irgendwas damit zu tun? Meine Frage an dich. Fertig? Ja, Ende. Gut, ich ende. Hübsch siehst du aus. Ich auch. Ja, Achtung. Hältst du auf? Wer kommt denn da? Lala, alle bin da. So, jetzt gehen wir einkaufen. Lumi! Wir gehen da lang einkaufen. Ich glaube, man braucht doch Winterschuhe, weil dann muss man gucken, wie die läuft. Naja, bla bla. Los, weiter. Ja, weiter. Hier liegt wieder eine Mülltüte, eine Hundekottüte. Ja, verstehe ich überhaupt nicht. Da wollen wir sie doch nicht wegmachen. Dann kann man halt bis zur Ecke laufen und die dann da in den Müll werfen. Ne, wenn man, ja. Ansonsten kommen sie ja in den Hausmüll. Ja, ich darf nicht meine Arbeitskollegin anrufen. Was wollte die? Ich dachte, das ist schon fast ein bisschen zu viel. Oh, ist das schön. Oh, das ist ja toll. So intelligent. Sie hat mir erzählt, habt ihr männlichen Automaten jetzt, ja? Warum? Ist das dein Fahrrad weg? Ist weg oder? Zapp, zapp, ab! Nee, was? Hm? Nein. Ja, wegen dem Schloss, wa? Wegen des Schloss, ja. Naja, nee, das heute ist nicht. Heute Morgen habe ich gesagt, Scheiße. Kakerlacker. Ja. Nee, ist aber nicht von aber mir. Aber dann habe ich überlegt. Das liegt schon lange da. Das liegt schon lange da, das Schloss übrigens. Das liegt schon. Ja, ja. Eine Woche war ich nicht hier. Ja. Dann habe ich überlegt. Ja. Mein Schloss so. Wirklich? Ja. Ja, bist nämlich auch, ja? Ja, immer drüber steigen über den Müll. Dein Automat. Sieht ja schlimm aus. So. Muss man aufs Display gucken. Naja, ich schmier noch alles voll. Ja, haben sie bei uns auch gemacht. Na, einfach drüber wischen. Ja, geht ja noch. Egal, geht ja noch. Hi, Kinder. Nein, das ging nicht an dich. Das ging jetzt nicht an dich. Nein, das weiß ich nicht. Man muss der Chef selber machen.
Ich mach das immer so dreckig aus. Na, ich mach das auch bei uns, schmieren sie auch immer alles voll. Mhm. Naja, und sowas animiert natürlich hier zum wieder weiterklauen, oder? Ich hab doch den heute Morgen, ich hab gesagt, scheiße. Dann hab ich das geht schon, 3, 4, 5 Tage da. Dann hab ich gesagt, er hat das doch wieder so im Schloss nicht. Nee, die hab ich gar nicht. Hier ist, guck mal hier, nimm doch mal eine Hand. Das wäre die einfache Version wahrscheinlich, als Baukastenvorrat. Und das ist das Luxusmodell, quasi. Also Figuren sind mit bei, ja? Ach, hier unten liegen die, wa? Nee. Ach, hinten drauf steht das. Komm, das wir laufen. Oh, Château Blion et Portatif. Ja, ein Thron ist mit dabei, eine Königin und ein König. Das sieht ja auch nicht schlecht aus, sogar ein Verlies ist da. Ja, 3 plus, passt. Wollen wir das kaufen? Da sind wir schon wieder durch. Kinder, wollen wir Joshua die Burg? Nein. Warum nicht? Ja, die hätte dir gefallen, oder? Ja, sag doch. Guck mal, Joshua ist ja ein Junge. Das darf man nicht vergessen. Ne? Der Yoshi, der will natürlich... Der will auch eine Ritterburg haben. Nuki. Ja. Ach, bei den Mädels ist er überall mit Herzchen und so. Ja, ich sag doch ja. Sie sagt ja. Papi, weißt du, guck mal, hier ist auch so ein Klingelschmal. Zeig mal. Halt fest. Und wer macht denn auf? Niemand. Du musst die Tür erst öffnen. Das ist so schön. Mit Raffi Tücke. Ah, hier ist die. Siehst du, ein Spiel aus zum Probieren, welcher Schlüssel passt. Guck mal. Feinmotorik. Guck mal, hier ist auch ein schönes Piratenschiff. Mensch, ein Piratenschiff. Oh, den will ich haben. Ich will das auch haben. Joshua bestimmt auch haben. Ha? Ja, für das Kind im Manne. Ja, also ich muss jetzt mal bezahlen, ne? So einfach sieht's aus, wir haben ein schönes Geschenk. Mal gucken. Furchtbar, ey. Wir kriegen das Auto nie wieder sauber. Tut mir leid, das war keine Absicht. Nee, aber jetzt geht's los. Hättest du die Butter mal lieber mitgenommen, Mama? Ja, ich hab sie leider hier verloren. Die Mama, die Wunder mit drauf gehabt. Wenn man Bratbutter grillt, fängt der. Seitdem stinkt das so nach altem Fett. Ja. Zum Glück haben wir noch unser zweites Auto. Ja, zum Glück haben wir noch unser zweites Auto. Da passen wir nur alle nicht rein.